Hallo und herzlich willkommen nochmal hier zu einer Folge von Space Engineers. Ich grüße euch ganz herzlich da draußen. Vor diesem herrlichen Sonnenuntergang, Aufgang, was das auch immer ist. Ich glaube eher Untergang, weil die Schatten hier werden länger. Also geht es hier da hinten unter und wir haben gleich wieder Nacht. Sind wir jetzt hier in unserer Basis und sind dabei, unser Kraftwerk aufzubauen eben halt. Wir hatten gesagt, okay, wir machen hier eine Stützsäule rein. Da soll jetzt gleich einer der Träger drüber laufen. Also den würde ich von den Trägern, möchte ich gerne eigentlich einen hier drüber laufen haben. Und, beziehungsweise, nein, wir machen keinen Träger. Wir machen hier einfach nur die Decke rein. Wir ziehen hier die Decke rein, genau. Die hatten wir uns auf die 3 gelegt, da hatten wir uns die Blöcke alle hingelegt. Die ziehen wir hier rein. Damit wir dann entsprechend hier... Ach, sie benötigen Stahlplatten. Wir haben schon wieder keine Stahlplatten mehr. Ja, dann komm. Dann einmal wieder zurück. Und dann machen wir nämlich unsere kleine Fabrik hier fertig. Und wir haben echt nirgendwo mehr Stahlplatten. Doch, da haben wir noch welche. So, nehmen wir mal uns 500 mit. Das sollte reichen. So, und dann können wir nämlich hier mit den Stahlplatten einmal uns das Ganze hier bauen. So, das Build and Repair System wird uns das Ganze fertig bauen. Ich würde gerne hier oben auch irgendwie Dachgeschossfenster einbauen. Also ich werde auch, ich glaube, ich lasse hier so ein Loch und werde hier wirklich Fenster einbauen. So 2x1 Elemente. Genau, so das lasse ich da. Na, das lassen wir kommen. Wir lassen machen hier ein 2x2 Element. Ja, 2x2 Elemente als Dachluke fürs Kraftwerk sollte reichen, denke ich mal. Da können wir das dann hier schön einbauen, damit hier noch ein bisschen natürliches Licht reinkommt. Und dann müssen wir natürlich noch trotzdem gucken, dass wir hier Lampen reinbauen. So, ja, wie gesagt, wir bauen hier, wie gesagt, eben das gesamte Kraftwerk auf. Build and Repair System hilft dabei und ist auch wirklich sehr praktisch für sowas, wer es sich holen will. Gibt es im Steam Workshop, da könnt ihr das bekommen. So, hier mache ich wieder ein Fenster rein. Und dann sind wir auch hier schon bei der letzten Reihe. Fuel low. Ja, Fuel low, okay, wir gehen runter ganz schnell. Fuel Critical, okay, einmal an den H2O2 unsere Wasserstoffflasche auffüllen und wieder da rein. Dann kriegen wir das hin. So. Jetzt merke ich nur gerade eins, wir haben uns bei den Fenstern hier ein wenig vertan. Und zwar haben wir hier zwei Elemente, die kommen da nicht hin, die müssen dahin. Damit das dann auch so ein bisschen symmetrisch aussieht, weil das ist ein vom Pfosten entfernt. Ja, das ist ein wenig schwierig hier. Da habe ich einen, der Pfosten steht nicht ganz mittig, aber was wir noch machen werden, ist, wir werden hier diese zwei Blöcke werden wir noch abbauen. Ups. So, und dann werden wir das Ganze noch ins Build and Repair System geben. Das natürlich mal wieder, wie wir hier rechts sehen, nicht läuft. Das heißt, wir müssen es einmal hier unten neu starten. So, und jetzt läuft das ganze Build and Repair System. So, Stahlplatten haben wir noch genug. Montageanlage sind noch ein paar. In der industriellen sind auch ein paar. Okay. So, und da oben machen wir jetzt vier Fenster rein. Dazu brauchen wir ein bisschen Glas. Das heißt, wir werden uns nach dem Scheiben... Boah, wie sind die denn genannt? Thank you.
Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wie sind die Fensterscheiben, die Glasscheiben benannt? Da. Ach, die kann ich noch gar nicht bauen. Weil mir eine zylindrische Säule fehlt. Ach, ja, gut. Das Build and Repair hat ja für mich gebaut. Also machen wir mal Folgendes. Inventory full. So, jetzt haben wir das Glas frei. Nein, Fenster heißen sie einfach nur. Siehst du? Fenster. So, und jetzt brauche ich nicht einen 3x3. Ich brauche einen 2x2 Element. 2x3, 2x3, 3x3. Ach, gibt das auch ein 2x2? 1x2. Ach komm, wir nehmen die 1x2 und hauen die da zweimal rein. Aber das sind die schrägen. Nee, schräge Fenster. Oder doch, warte mal. Genau, doch, wir machen schräge Fenster. Aber. Oh ja, warte. Dazu müssen wir das Dach dann umgestalten. Ich frage mich überhaupt, warum hier drei Elemente frei sind. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen irreführend. So. So. Jetzt ist die Frage, ich würde die gerne. So praktisch hier hin machen. So. Also so die Dachelemente draufsetzen und dann einen Rahmen drum machen, womit ich dann. Dass das dann aussieht wie so ein Fensterkasten obendrauf. Bin ich jetzt gerade am Überlegen. Nein, wir machen die geraden Fenster, so wie ich es gedacht habe am Anfang. So, Fenster. Fenster 2x3. Fenster rechteckig. 1x2. So. So, dann Träger. Wir müssen erstmal davon ein bisschen was wegpacken und brauchen dann davon was. So. So, das und dann so und so. Also ich muss es längs einbauen, definitiv, weil die anderen sind auch längs. Wenn ich die jetzt quer dazu einbaue, dann ist das Mist. So. Ja, das sieht gut aus. Den Rest macht das Build-and-Repair-System für uns. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir natürlich in dem Kraftwerk hier auch noch ein paar andere Sachen reinkriegen. Wir brauchen noch die Motoren, die hier hin müssen. Die Wasserstoffmotoren. Und wir müssen Wasserstoff erzeugen. Der dann hier praktisch nach unten geht, hier rüber geht, in die Tanks rein und von dem einen Tank oben rum in den anderen und auch unten eine Querverbindung zwischen den Tanks besteht. Einfach nur der Optik halber. Also, wie machen wir das jetzt am besten? Wir machen es so, wie ich den gelernten Trick habe. Wir nehmen jetzt hier einen Block, nehmen uns die Mitte von diesem hier und schalten hier mal die Farbe um auf Rot. Eigentlich wollten wir nicht die Anlage erwischen in Rot, sondern die Anlage sollten wir eigentlich in normaler Farbe erwischen. Und dann machen wir uns hier unten auf dem Boden ein paar Markierungen. Weil der Anschluss ist direkt mittig drunter.
So, wenn wir jetzt dann einmal P drücken, können wir wieder unsere Farbe wechseln, können wir unseren Tank wieder in der richtigen Farbe machen. Diese Farbmarkierungen sind nämlich jetzt auch hier unten sichtbar. Da sehen wir sie. Und wir merken, dass die zweite Markierung noch ganz weit da hinten drin ist. Das heißt, wir brauchen unser Schiff. Weil wenn die nicht frei ist, können wir das nicht machen. So, das heißt, wir brauchen unser Tunnelbohrer. Dann seht ihr den jetzt auch noch im Einsatz. So, wir starten alle Maschinen. So, entriegeln. So, wir gehen in die Innenansicht. Wir sinken ein wenig. Der automatische Auswurf ist an, das ist gut. So, und dann werden wir jetzt hier unten. Erstmal machen wir jetzt hier so ein bisschen Platz. Komm. Da hört ihr auch dieses Plop, Plop, Plop. Das ist in dem Fall immer das, wenn die Auswürfe aktiv werden. Und dann müssen wir gucken, dass wir da in die Richtung graben, weil da ist der zweite Ausguss von oder der zweite Anschluss von unserem zweiten Tank. So. Gesagt, Eis haben wir schon jede Menge, nachdem ich hier unten einmal eine Riesenladung ausgegraben habe. Nein, ich will in die Außenansicht. So. Weil dann sehe ich nämlich auch, wo ich anecke, wie zum Beispiel da jetzt an der Ecke. So. Da sehen wir unseren roten, ganz knapp über meiner sehen wir unseren roten Spot. Da ist er. So, wir gucken mal kurz rein. Reicht das? Ah, knapp noch ein bisschen. Ein bisschen noch. So, und dann können wir nämlich hier nach unten ein wenig Platz machen. Das geht recht schnell, weil wir nur auf halber Höhe graben. Und dann kriegen wir das alles hin. So. Damit haben wir das jetzt hier fertig. Wir gucken, dass wir hier rauskommen. Beziehungsweise wir könnten ja noch eigentlich. Ach komm, wir machen es mal eben hier so nebenher. Auf halber Höhe. Mal eben so ein bisschen den hohen Hügel hier, der mitten in der Garage drin ist, weggraben. So, da ist er auch weg. Aber das wird ja sowieso alles später einmal beglichen, zur Not mit dem Handbohrer. Und dann kriegen wir das hin. So. Wir drücken wieder V, gehen mit der Kamera ein bisschen zurück und gucken nämlich, dass wir jetzt mal hier auf unseren Landeplatz kommen. Ja, wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht in unserem Kraftwerk landen. So, dann können wir gucken. Soweit sieht das gut aus. Wenn wir jetzt noch ein bisschen drehen. Klein Ticken nach da fliegen, dann können wir auch wieder runter. Na, so. Nein, das war zu weit, das war die falsche Taste. So, die wollten wir haben. Und ein kleines Stückchen noch zurück. Ups, ein bisschen tiefer. So, jetzt sind wir richtig. Dann können wir jetzt wieder 7, 8, 9. Das sind nämlich die Tasten zum
andocken und dann hört ihr auch schon direkt, dass wieder unser Build and Repair anfängt, nämlich unser System zu reparieren. So, wir nehmen unsere Flex, wir gucken, der Block, dann ist es der da. So, der Block da ist es, wo der Anschluss hinter ist. So, und dann ist es 2 vor dem, ist es der Block hier. So, da sind die zwei Anschlüsse, die wir brauchen. So, dann müssen wir noch gucken, dass wir Anschlüsse finden für die Motoren, beziehungsweise für die, für die Generatoren in dem Fall. Ich würde jetzt hier Wasserstoffgeneratoren in dem Fall hinsetzen. 2, 3 Stück in dem Moment, sage ich euch ganz ehrlich. Bin ich am Überlegen, ob ich die hier an der Wand so entlang setzen soll. Hier ist ja unser Tor. Das Tor ist ja außer Betrieb, das funktioniert ja nicht mehr. Ne? Das wollen wir ja so. Er hat ja hier die Toroptik mit dieser hervorgehobenen Kante, in dem Fall, als ob der untere Teil vor den oberen Teil hochfahren könnte. Ne? Das ist ja mal dieses könnte in dem Fall. Und ja, da werde ich, denke ich, da werden wir, denke ich mal, jetzt dann uns mal H2O2 Generatoren holen. Und dann stellen wir uns doch mal so ein paar hier hin. Da die auch noch mit Eis versorgt werden müssen, das wird unterirdisch passieren, kriegen die dann unterirdisch hier den Eisvorrat, beziehungsweise der wird dann hier sein. Nee, wisst ihr was, wir machen erst die Wand hier. Ich mache erst hier die Wand. So, dann machen wir nochmal gucken. Fenster, habe ich denn hier die... Nee, die Aussichtsfenster habe ich nicht. Brückenfenster, die hier könnten wir nur machen, vertikal... Nein, also ich habe noch nicht das große Deko-Pack leider. Dann machen wir das anders. Dann... nein, warte mal. Wir gehen auf die 3. 3, so. Die Wand mache ich jetzt hier eine Halbwand hin. Das Problem ist, wie mache ich bei einer Halbwand Fenster rein, die auf Bodenhöhe oder auf halber Bodenhöhe sind? Das geht nicht. Das ist blöd. Egal, dann machen wir ein Fabrikgebäude, dann kriegt es komplette Halbwände und fertig. Es hat nur Dachfenster zum Belüften. Nein, wir nehmen die Halbblöcke. So. Da oben kommt wieder unser Rundungsblock drauf. So, hier kommt die Tür hin. Oh, ich und das Drehen. Wir werden, glaube ich, keine Freunde mehr in dieser Season. Zu dem Spiel. Beziehungsweise in dieser Staffel hier. Bei Space Engineer bei mir auf dem Kanal. So. So, hier vorne kommt wirklich jetzt die runde Säule hin. Ich mache es jetzt. Ich baue die runde Säule hier als Element ein. Ich weiß, dass das nicht gerade bündig aussieht, aber ich möchte das gerne als runde Säule hier haben. Das heißt, hier muss ich die Säule
dann einen rüber machen, weil das soll ja genau unter dem Eckpfosten, unter der Rundung sein. So. Ja, dann gucken wir mal, dass unser Kraftwerk hier fertig wird. Weil mit Blick auf die Uhr sehe ich nämlich schon wieder, dass wir hier schon wieder anfangen. Ich bin nicht der Schnellste im Bauen. Echt nicht, Leute. Also, aber immerhin, ich sehe es ein und erkenne es an. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Und ich weiß, dass ich unterhalten kann, auf jeden Fall. Weil Spaß und Fehler passieren mir am meisten und da kann man am meisten drüber lachen. Ne? Wenn es das Leid der anderen ist. So. Ja, jetzt baue ich hier was rein. Genau, das lassen wir hier oben jetzt so zu, weil das Kraftwerk wird dann hinterher an die große Station angeschlossen, die ja hier oben reinkommt. Dementsprechend lasse ich das noch offen. Und hier mache ich jetzt mit 3 auch wieder eine Halbwand hin. So. So, und dann schauen wir mal. Wenn wir denn dann genug Energie haben sollten, dann können wir gleich gucken, dass wir uns vielleicht sogar nochmal ein paar Schiffe leisten. Beziehungsweise uns erstmal ein Schiff leisten können. Was uns auch effektiv hilft. Und zwar nehme ich einen Miner. Dazu brauchen wir ja, wir müssen ja noch ein paar Materialien erstmal finden, bevor wir überhaupt hier weg können. Ja, wir haben schon Eisen und Kobalt gefunden. Oder war das Magnesium und Kobalt? Und ja, Gegner sind auch eingeschaltet, aber wie gesagt, es ist immer so, man muss immer gucken, wie das Ganze dann läuft. So. So. Das hat geklappt. Das ist auch hier fertig. Gut. So, jetzt müssen wir eben, wie gesagt, die H2O2-Generatoren hier hin machen. Die haben wir hier auf 6. Und die werden wir uns hier hinstellen. So. Jetzt ist die Sache, stellen wir die hier an die Wand oder stellen wir die da hinten an die Wand? Ich würde die hier hinstellen. So. 1, 2, 3, 4. Ja. Soweit ich aber weiß, haben die auch Anschlüsse oben, ne? Ja, haben auch. Oh, dann machen wir noch was anderes. So. Ja. So, dann haben wir jetzt hier 8 H2O2-Generatoren. Die wir dann ansteuern können. So. Wir warten jetzt wirklich mal ab, bis das Bridge of Repair hier alles weitergeschweißt hat. Und ja, wenn das dann fertig ist, dann sehen wir uns zur nächsten Folge, würde ich schon wieder sagen. Sind schon wieder 20 Minuten um. Ich bin am Überlegen, die Folgen zu verlängern. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Was euch gefällt, was die Länge der Folgen angeht, schreibt es einfach mal unten rein und würde mich da freuen, wenn ich dann von euch höre. Bis dahin, ciao!